Hallo und herzlich willkommen hier bei Atze Gaming und zu Folge 26 von The Story. Ja, ich habe hier genächtigt, wie man unschwer erkennen kann, und zwar mal in einem Hotel. Ja, ist nichts Besonderes, aber zumindest mal seit langer Zeit mal wieder im schönen Bett zu schlafen, da habe ich mir mal den Luxus mal gegönnt, mal eine Nacht. Ja, oder vielmehr eine Nacht, das waren ja so 5 Stunden, mehr waren das ja nicht. 5,5 Stunden ungefähr, wenn noch was zu erledigen gab im LKW und ein bisschen Papierkram noch sortiert und dies und das und dann eingecheckt und dann, naja, kommt man ja nicht sofort, ne, kann man nicht sofort einschlafen, ne, wie das halt so ist. Ja, und jetzt habe ich hier gerade gefrühstückt, wir haben jetzt kurz vor 7:30 und ja, jetzt werde ich mal zusehen, dass ich hier, ja, irgendeinen Auftrag hier an Land fischen kann. Ja, passt ja hier zu Finnland, direkt hier an der See. Ja, mal schauen, was sich da so ergibt. Ich werde mal so mal reingehen, bezahlen und dann auf zu Herbie. Ja, dann werde ich mal schauen, ob ich hier eine Frachtladung irgendwo hier bekomme. Mal schauen. Ui, eine WhatsApp. Oh, die kommt gerade richtig. Ist von Hannes. Ja, mal hören, was er zu sagen hat, der Junge. Ist ja optimal wieder mal. Fahre bitte nach DF, der ist dort, wartet eine Fracht auf dich. Die Tour geht nach Kukula, bin aber schon an einer Anschlusstour dran. Bis dann, Atze, gute Fahrt. Ja, alles klar. Dann fahre ich gleich los zu DFDS. Ist ja nicht weit von hier. Super. Und ja, wenn du dann eine Anschlusstour hast, dann schick mir eine WhatsApp oder ruf mich an oder ich rufe dich dann, wenn ich dann die Tour abgeliefert habe, ne? Das sehen wir dann, ne? Okidoki. Na dann. Wir hören voneinander. Ciao. So, jetzt habe ich die ganzen Kontaktdaten jetzt nochmal gekriegt von Hannes. Ja, geht nach Kukkola. Also natürlich auch hier in Finnland. Und zu Postnord. Ja, was soll es anders sein? Ist wieder Fisch, also Kabeljaufilets, hatten wir ja auch schon mal. Aber egal. 16 Tonnen. Vergütet wird die ganze Geschichte mit etwas über 4000. Ja. Ja, ist doch okay. Dann weiß ich soweit Bescheid. Werde jetzt losfahren nach DFDS und ja. Hoffentlich komme ich auch schnell dran. Und ja, damit ich dann demzufolge dann auch losfahren kann und wenn er wirklich dann Anschlusstour hat für mich, ich denke mal, dass er dabei ist und dass ich dann auch eine bekomme. Also da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Okay, lange Rede, überhaupt keinen Sinn. Dann werde ich jetzt mal jetzt dahin fahren. Auf geht's. Na dann. Biege nach links ab. Thank you.
Gott nochmal. Ihr müsst doch fahren, echt. Einige wirklich, also kann man nur mit dem Kopf schütteln oder mit den Ohren schlackern, echt, oder beides. So, ich hoffe mal, dass ich nicht so lange warten muss. Ich werde mich dann anmelden und dann... Und dann schauen wir mal. Biege nach rechts. Wie das so läuft, das Ganze. Ich hoffe, das läuft zügig alles mit dem Abfertigen und bei DFDS. Warum bist du so leise? Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Ja, ich habe die, glaube ich, ein bisschen abgewürgt. Ne? Musst du ein bisschen mehr Volumen geben. Biege nach links ab. Oh ja. Das ist doch ein Vollhonk, ist das. Warum hält er denn erst an und fährt dann los? Mein Gott, nochmal. Hält erst an, guckt und guckt und dann, ich will gerade rumfahren, dann fährt er gerade, dann fährt er zu. Das ist unglaublich. Angehen. Ach ja.
Dankeschön. So, da wären wir ja schon bei DFDS. Nee, Helga, fängst du schon wieder an? Wir sind doch da. Was ist hier los? Jetzt mal hier rechts ranfahren hier. Dezent. Mich anmelden und dann schauen wir mal weiter, ne? Jo. So. Genau. So. Na dann bis gleich. Hab jetzt ein paar Minuten gewartet, aber es ging ja noch. Alles noch im Rahmen. So, jetzt soll ich mich an Tor 2 ransetzen und ja, dann werde ich das mal machen. So, alles klar. Wunderbar. So, hab ja hinten schon aufgemacht gehabt und dann können die Jungs ja loslegen. So. Alles klar. Na dann, Freunde der Sonne, haut mal rein. Ich werde mir in der Zeit noch ein Käffchen trinken und dann kann es dann losgehen, ne? Losgehen mit ja, hinzumachen, Abfahrtskontrolle und auf nach Kukula. Richtig. So, fertig. Auf geht's! Alles klar, soweit, soweit gut. Ah, passt alles. Er putzt das Tor da vorne. Wunderbar. Ja, alles gut hier. Ja, auch. So, würde mal gucken hier. Ja. Alles klar. Dann können wir ja loslegen. Dann können wir ja endlich losfahren. Na dann. Geht die Fahrt los hier nach Kukula. So.
links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, dann gehe ich mal von aus, dass Hannes dann direkt rechts abbiegen. Ja. Dass Hannes dann direkt eine Folgetour für mich hat. Biege nach rechts ab. Wenn ich in Kukul angekommen bin, wohin auch immer. Demnächst rechts abbiegen. Dann klappt das sehr. Bisschen rechtslastig, ne, die gute Helga. Biege nach rechts ab. Eine Sache ist schon mal sehr beruhigend, die ich schon abhaken kann, was ich schon letztens erwähnt hatte mit Carlos. Also da sind wir uns ja soweit einig. Ja, so kleine Details noch abklären, aber im Großen und Ganzen läuft das. Wichtig ist für mich, dass er seinen eigenen LKW hat und ja, dass ich da nichts investieren muss. Trailer, wie schon mal erwähnt, ist ja schon eventuell vielleicht ein Leasen. Mal gucken, wenn ich einen günstig schießen kann, dann noch das. Aber Leasen ist ja kein Problem. Man kann ja damit dann ja durch die Gegend fahren. Aufträge abfahren. Frachtladung. Von A bis Z. Das geht ja gut mit ihm. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Dass das funktioniert, ist das, da bin ich mir sicher. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Ist ja nicht allzu weit. Mit Kamela Puta de Getepan. Das war nicht so schön. Es gibt schon Strategen, ne? Also wirklich. Also. Was wäre, ich hätte zwar ein paar kleine Dellen, aber was wäre mit ihm gewesen? Also. Ich weiß nicht, wie viele Einzelteile, ne? Ach, nee, ich will das gar nicht weiter erörtern. Gibt schon Strategen, wirklich. Zumal LKW, Bremsweg, etc. pp., oder? Ich meine, beim PKW ist das ja schon. Immer geradeaus. Beim LKW. Mein Gott, nochmal. Und was bremst du jetzt ab hier? Ach, gut abbiegen, alles klar. Ist okay. Tschüss.
Junge, du kannst 80 fahren, das schaffst du doch, oder? Tucke hier nicht mit 50 rum, oder was? Echt. Haben wir jetzt dahinter, ist ja nicht mehr so weit. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Fünf Kilometer. Oh, McDonald's auch hier am Start. Wir sind überall. Immer geradeaus. Oh, demnächst rechts abbiegen. Meine zügige, zackige Tour. Coca-Cola. Biege nach rechts ab. Yes. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Links ab. Kam nichts, ich habe das schon gesehen. So. Biege nach links ab. Ja, Zickzackverkehr hier. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Postnote, ne? Hier. Ja, er fängt gleich an zu hupen da vorne. Jetzt kannst du schön warten. Wir sind heile angekommen. Schön warten. So, da würde ich mich mal irgendwo hinstellen, wo ich nicht so allzu störe. Hier rechts wahrscheinlich, da hat sich da auch hingestellt, da kommt man gut noch durch. Oder links wahrscheinlich, links hier direkt. Ja, dann geht das, ne? Und dann, ja, mal sehen, wie lange das dauert. Jetzt mal anmelden gehen und dann dort zugewiesen bekommen, irgendwo. Ob hier oder hinten wahrscheinlich auf der anderen Seite haben die auch noch. Mal sehen. Okay. Dann will ich mal zusehen, ne? So, habe jetzt ein Tor zugewiesen bekommen und ja, dann werde ich mal sehen, dass ich jetzt hier mich reinstelle. So, weiter hier. Nach vorne.
mal hier besser reinkommen. So. Na dann. So, sieht doch gut aus, oder? Jawohl. So, haben wir es erledigt. So, hinten hatte ich aufgemacht schon und ja, dann können die Herrschaften jetzt anfangen zu entladen. Genau. Na dann, mal ausmachen hier alles. So sieht's aus. Okay, dann ja, da habe ich ja soweit erstmal nichts zu tun und kann mir genüsslich jetzt hier einen Kaffee reinziehen. Habt ihr gesehen, ein Kaffeeautomat da. Mal gucken, den mal ein bisschen ja, malträtieren. Mal ein, zwei Kaffee ziehen. Okidoki, bis gleich. So, fertig. Hervorragendes Wetterchen. Ja, da werde ich gleich jetzt mal rausfahren und ja, und mich irgendwo hinstellen erstmal und ja, gleich noch was essen und dann mal schauen. Aha, der WhatsApp. Von wem ist die? Von Hannes. Ja, wunderbar. Na, was hat er denn zu erzählen? Bin ich mal gespannt. Hallo Atze, wie versprochen habe ich eine neue Fracht für dich. Alles weitere, dann schicke ich dir zu. Ja, okay Hannes, dann bin ich ja mal gespannt. Dann schickst du mir mal die... Ich denke mal über E-Mail, ne? Dann schickst du mir mal und dann weiß ich ja dann, wo ich hin muss, ne? Alles klar. Na dann. Ciao. Aha, so. Jetzt habe ich die E-Mail bekommen gerade. Aha, die geht von hier, von Kokola. Nach, wie heißt der Ort? Omer, ja, mit E am Ende. Na gut. Also hier von Kokoladen, von, ach du Schande, da haben wir ja schon die eine oder andere Tour ja schon, sind wir schon für gefahren. Das ist ja W&W Logistics, ne? Ist ein Begriff, ne? Ja. Für die, die ja schon ja, mit dabei sind, die wissen Bescheid. Ja, und geht nach Omea oder wie auch immer zu DFDS Logistics. Also dann müssen wir jetzt nach W&W Logistics fahren und ja, und die Frachtladung sind Joghurts, aber was anderes. Sehr schön, 17 Tonnen Joghurts, ja warum denn nicht. Vergütung knappe 7,5, ja ist doch schön. Sehr schön, hat er doch Wort gehalten. Ich wusste, dass das klappt. Okay, nichtsdestotrotz werde ich dann hier mal wegfahren und dann jetzt habe ich ja alles, was ich haben muss und ja, 260 Kilometer hat er mir noch mal darunter notiert. Ja, okay, alles klar. Ja, mein Navi, also Helgerchen, wird das schon machen. Okidoki. Na dann werde ich mich mal irgendwo draußen hinstellen erstmal, wenn ich ein Plätzle finde, um Postle zu machen. So, habe hier eine Tanke mal hier angefahren, weil ich muss ja so und so tanken und da kann ich mich da hinstellen und da kann ich ein bisschen ja Pause machen, ne? Weil ich muss ja jetzt ein bisschen stehen, ne? Ist halt so. Ja, und dann kann es dann weitergehen. Ist ja alles wunderbar. Jetzt war ein bisschen außerhalb hier,
von Kokola, aber musste so 10 Kilometer fahren, aber egal. Dann habe ich ja hier meine Ruhe. Kann noch, wie gesagt, jetzt mal tanken und mich dann dahin stellen. Na dann, wollen wir mal erstmal tanken, ne? So, dann will ich mal tanken, ne? So. Alles klar. So, ein bisschen geschlafen. Jetzt haben wir 17 Uhr, kurz nach 17 Uhr. Ist ja gut, dass ich da in Kokola bei der Spedi, bei W&W Logistics, dass sie hier oben alle 24/7 aufhaben hier. Also das heißt, ich kann ja insofern, weil mir keine Zeit vorgegeben und ich kann da aufschlagen, wenn ich will. So. Aber ich denke mal, in der nächsten Stunde werde ich da wohl antanzen. Herrliches Wetter, wie man sehen kann. Ich liebe dieses Wetter, hat auch mal wieder angefangen zu regnen anscheinend irgendwann. Habe ich aufs Ohr gelegt. Naja, ist egal. Kann man nichts dran ändern, ne? Ich hoffe, das hört mal auf. So, nach dem hier können wir dann fahren. Ja, dann werde ich jetzt dann dahin fahren und ja, die Fracht aufnehmen bzw. mich anmelden. Die wissen zwar Bescheid, so wie Hannes mir noch geschrieben hat, aber trotzdem natürlich, selbstverständlich, muss ich mich vorher anmelden. Ist ja eine logische Geschichte, ne? So der Ablauf halt, ne? Und ja. Und dann, jo. Ich hoffe, ich komme dann ziemlich zügig dran. Ankunftszeit, da weiß ich nicht, wann ich da sein muss, wenn die mir schon erzählen. Ja, über in der Nacht, ne? Aber die haben ja hier alle, wie gesagt, 24/7 auf und dann ist ja gut. Ist ja, ne? So eng sind die das hier nicht, habe ich schon festgestellt. Natürlich sollte es hier nicht extrem zu spät kommen, ne? Ist logisch, aber ist das ein bisschen lockerer. Ein bisschen. Dass ich da direkt dann von der Seite angemacht wird, ne? Bitte rechts halten. Ja. Ja, Helga. Ich halte mich rechts. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Herr Kollege. Ja, so dass wir dann nicht großartig Zeit verlieren und dass ich dann auch Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Losdüsen kann. Nimm diese Ausfahrt. Hat der hier denselben Weg wie ich oder was? Na komm, fahr jetzt da. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Jetzt fährt er auch da lang. Ach, da sind wir ja schon. Das ist ja Gott sei Dank. Wir sind heile angekommen. Alles klar.
Supi. Supi, supi, supi. Ja, ich war, das waren ja nur diese 10 Kilometer. Ja, ihr könnt hupen, so oft ihr wollt und so viel ihr wollt. Das ist mir jetzt auch egal. So, ich fahre jetzt erstmal hier. Hier run. Bin ja dann gleich wieder. Da hinten kann ich ansetzen, hier kann ich ransetzen, überall kann ich ransetzen hier. Ach, wisst ihr was, ich hier. Ich fahre hier einfach mal. Wieder kein Stören hier. Ich drehe einmal mal hier eine Runde hier. Ja. Man will ja keine hier auf die Nüsse gehen, ne? Um es mal höflich zu sagen. So, stell dich nicht mal hier so hin. Steht ja wohl kein. So. So, genau. Ja, Regenschirm habe ich jetzt nicht zur Hand. Ist natürlich sensationell. Wo muss ich denn überhaupt hin jetzt hier? Geh einfach da durch die Tür, ne? Ja, ja. Valenius Willemsen Logistics. Um es ganz korrekt auszusprechen. Ich sag W&W Logistics. So reicht. Okidoki. Dann, ja. Dann bis gleich jetzt mal. Have a nice trip. Thank you, man. Bye. So. So viel dazu, liebe Leute. Das war Folge 26 von The Story. So, jetzt sind wir in Kukula angekommen, wie ihr gesehen habt. Und ja, bin jetzt dabei, eine neue Fracht aufzunehmen. Und ja, in der nächsten Folge geht es dann ab nach Umea oder Ume und oder so ähnlich. Ja, entschuldigt, dass ich kein Finnisch kann, aber ist halt so. Ja, na dann. Lange Rede, überhaupt keinen Sinn. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert und teilt es. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir hören und sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Das wäre schön. Bleibt gesund und allzeit gute Fahrt. Euer Atze Gaming. Ciao.